willkommen auf der TechRec-Konferenz 2017 hier in Berlin. Ich begrüße an meiner Seite Christine Wolter von Bestcooter. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, Christine, ich würde dich bitten, stell dich doch mal kurz vor und beschreib dein Unternehmen. Mein Name ist Christine Wolter, ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin von Bestcooter. Was macht Bestcooter? Wir bieten HR-Entscheidern und Kandidaten die Möglichkeit, über eine intelligente Filterfunktion den passenden Personalberater zu finden. Der wiederum ist dann sortiert aufgrund von Bewertung anderer Unternehmen und Kandidaten. Also das heißt, um das mal als Beispiel auszudrücken, Kununu gepaart mit HolidayCheck. Nun ist ja Bestcooter einer der Businesspartner hier auf unserer Konferenz. Welche Lösungen speziell bietet ihr an? Könntest du da nochmal mehr ins Detail gehen, bitte? Wir richten uns ja ganz klar an den Kanal der Headhunter. Also es gibt im Großen und Ganzen gibt es eben auch die Zusammenarbeit mit dem Headhunter und wir wollen einfach dem HRler die Möglichkeit geben, schnell, transparent und effizient ans Ziel zu kommen. Zu sagen, ich muss einen ITler finden oder ich muss einen speziellen Chirurgen finden. Wer kann mich da unterstützen? Das World Wide Web ist einfach sehr groß. Wir wissen aus Gesprächen, dass wahnsinnig viel Wert gelegt wird auf die persönlichen Empfehlungen. Und im Prinzip ist genau die persönliche Empfehlung, das, was wir jetzt digitalisieren. Bei uns kann man nachlesen und sagen, passt der Headhunter genau zu meinem Projekt, was ich gerade betreue? Und wie gut schneidet er eigentlich ab? Was sagen andere Unternehmen über diesen Headhunter? Mhm. Und das ist eben das große Thema, was wir jetzt neuartig geben können, was es eben so noch nicht gibt. Wie würdest du es formulieren? Warum sollten Manager Bestcooter für ihre Recruiting-Prozesse nutzen? Was sind die Benefits? Der große Benefit ist bei uns, man muss sich nicht anmelden. Es ist komplett kostenfrei und es gibt einen wahnsinnig schnellen Suchprozess. Mhm. Ich kann sagen, ich brauche für ein Pharmaunternehmen einen ITler im Bereich Java als Festanstellung in einer Führungsposition. Zeig mir den Headhunter bzw. Personalberater, der genau auf diese Stelle passt. Und dann kann ich eben wirklich anhand von Kommentaren und anhand von Meinungen anderer eben schnell erkennen, ja, ist der gut, ist der schlecht? Was für eine Referenz hat er eigentlich? Was hat er vorher gemacht? Und kann schnell sagen, ich kontaktiere völlig unverbindlich und komme einfach schneller ans Ziel, weil die Nutzung eines Headhunters ist ja wirklich manchmal viel günstiger, als wenn man sich selber diesen ganzen Recruiting-Prozess annimmt. Dann hat man 10 Kandidaten, muss alles alleine machen. Der Headhunter sagt, ich gehe los, ich liefere dir 2 bis 3. Aber dann ist auf jeden Fall einer der 3 der Richtige. Und ich habe viel Arbeit und Zeit gespart. Wie findest du unser, oder ihr, du und dein Kollege, unser Multi-Touchpoint-Konzept? Das heißt, die interaktiven Sessions, unsere Roundtables? Ich finde es sehr gut. Ich kenne es von anderen Konferenzen nicht. Es ist oftmals so, Vorträge. Ein Thema nach dem anderen. Das Tolle ist, dass ich hier mit unterschiedlichen Menschen in Verbindung komme, mit Leuten, die den Recruiting-Prozess betreuen, aber auch mit anderen Businesspartnern, die vielleicht ähnliche Themen haben. Und in der Möglichkeit des Roundtables, der World Cafés, habe ich die Möglichkeit, schneller ins Gespräch zu kommen. Das ist ja manchmal schwierig für uns Deutsche, gleich zu sagen, worum es geht, wer bin ich. Und das kann ich auf einer normalen Konferenz eben nicht. Das kann ich hier aber sehr gut. Und das ist ja auch das, worauf es ankommt. Ich bin ja hier, um Gespräche zu führen. Dann hoffe ich, dass du noch gute Gespräche vor dir hast. Ja, hoffe ich auch. Hab viel Spaß. Danke. Genieß den Rest der Konferenz und vielen Dank für das Interview. Danke, vielen Dank fürs Interview.